So, 300 Meter Entfernung. Hast du sie schon, oder was? Okay, Ja, ich kann dich jetzt nicht einsammeln, weil ich habe Nee. jetzt scheiß Unidad an den Hacken hier. Ich komme hinterher, ich komme hinterher, warte. Ich schnapp mir hier ein Fahrzeug und dann komme ich hinterher. Er hat auch voll die Lecks am Spiel. Ich hab's, ich bin in Ja. der Hier ist DJ Perico und legt euch die Hits auf. Wisst ihr, wie bei unserem Ruf als Bösewichte würde man meinen, dass mehr Kartellmitglieder schwarz tragen. Aber ob du rausgepusst bist wie ein Ranchero Chingon oder das weiße T-Shirt und die gefüllte Jeans mit allen Chicanen trägst, Oh fuck. Hast du draußen noch zu tun oder was? Nein, ich musste erstmal hinterherkommen. Ich bin da. Ich bin drin. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. Sure. Hey, total cool, ne? Ich bin eben raus. Im Einsatz Unterstützung bin ich wieder rein. Bin ich dazu nochmal die Nummer 50% Erfahrungspunkte übrig. Okay. Weil ich die zugeguckt habe, weil ich die bei mir nochmal mitgemacht habe. Cool. Und dadurch bin ich jetzt Stufe 24. Das geht doch. Ich glaube, die Erfahrungspunkte bringen bei mir nichts mehr, weil ich keine Stufe mehr höher komme. Aber ist egal. So, schaffen wir noch eins hier, bevor wieder die Verbindung abkackt. Ja, wo man jetzt endlich gefährt, irreguliert, ich verstanden. Das muss jetzt fertig sein. Einsätze 6 von 6. Ja. Gut, das andere sind noch ein paar Fragezeichen und so weiter. Dann haben wir noch. Ja, der ist zum Abgewöhnen hier noch. Mama. Dann bringen wir uns mit der dämlichen Unidad da nicht auseinandersetzen. Ich flieg das Ding. Hier oben drin. Setzen wir welche runter hier, aber.
Ja, besser als da vorne sich noch mit den Uni da drum schlagen zu müssen. Bowman, hier Nomad. Wir sind durch. Der Hauptvorrat in Mohokoyo wurde zerstört. Großartig. Der Verlust von Antonio und dem Kokain ist sehr schmerzlich für das Kartell. Die Geschäfte in Mohokoyo werden ziemlich lange brach liegen. Verstanden. Wir wechseln zum nächsten Einsatzort. Nomad Ende. Oder vor einer Seite auf dem Weg. Wir gucken erstmal. Würde ich sagen. Der Heli rutscht in die Höhle und die Höhle. Du kannst bis zu mir kommen, hier kommen wir auch noch gut. Ich komme. Gut. Eine kleine Gruppe Tangos. Ich sehe Scharfschütze. Mit dem sind es fünf. Ja, so viele Leute dürften ja eigentlich gar nicht rumrennen. Wir haben Alarm am Start. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Generator stand hier irgendwo. Gehen wir rein, springen die Tanks mit dem Flüssigkokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Dann ein kleines Stück näher ran. Sieh eine kleine Gruppe Tango aus. Noch nicht weit genug. Ja, Lautsprecher auf Risiko. Warte, warte. Das weiß ich nicht. Also ich hab den Generator jetzt lahmgelegt. Ach, fuck. Wir sind verdächtig. Ja, haben sie das mitbekommen. Bleib mal kurz unten. Ich liege im Busch hier. Der Sniper ist weg. Oh, 265 traut mir nicht. Ah, genau auf Geländer geballert.
schöne Straße. So, langsam vorrücken. Schon mal frei gemacht. Dass ich jetzt ein bisschen aufs Gelände rauf gucken kann. Nicht alle aufgeklärt. Noch nicht. Okay. Jetzt aber nicht heilen, werden da bestimmt noch ein, zwei Leute drin sein. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ich erkenne eine kleine Gruppe von denen. Oben auf dem Dach ist auch noch irgendwo einer, ne? Ja.
Das andere jetzt hin. Hast du einen abgeknallt? Einer ist noch oben auf dem Dach. Ah, alles klar. Wie kriegen wir den? Okay. Granate. Ich hab ihn schon. Ja, ich muss mal kurz gucken. Irgendwo hier wurde mir eine Munitionskiste angezeigt. Ja. Die Waffenkisten, das hat es ja schon haben, ne? Ja. Die ist eine Waffenkiste. Ja, ich war schon. Da gehe ich. Da gehe ich mal kurz hin. Die sack ich mir ein und dann kümmern wir uns um die gelben Punkte. Scharfschützen-Mündung. So. Scharf. Ziele zerstört. Ab dafür. Sollten uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Howard? Genug, um dich völlig wegzudröhnen oder nur für einen kleinen Trip? Wisst ihr was? Ich brauche nichts. Gute Arbeit im Revanzo. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Selbst wenn sie die Anlage neu errichten, hat ihnen der Verlust des Rezepts für Flüssigkokain irreparablen Schaden zugefügt. Und der Tod von El Gato stürzt die gesamte Organisation ins Chaos. Das passiert, wenn sich der Boss für unsterblich hält. Danke für die Meldung, Bowman. Wir wechseln jetzt zu einem anderen Einsatzgebiet. Nomad Ende. Das schaffe ich nicht mehr. So, wir sind wieder zurück in den Wildlands, in Caimans. Und wir machen weiter mit dem nächsten Nebenansatz. Mit einer Sendeanlage. Eben nochmal schnell mein Sturmgewehr gewechselt. Von der THR 21 auf das MK17. So. Drohne fliegt. Guck mal vorher, eigentlich sollte jetzt hier vorher keiner rumlaufen. Eigentlich. Da ist der Sender. Dann wollen wir mal. Ja, Caimans ist hier eine Dschungelprovinz. Hier ist Cerebro, der Buchschorn. Und hier geht es darum, diese U-Boot, diese Schmuggel-U-Boot dazu infiltrieren, zu zerstören, wie auch immer. Ja, schon eins geklaut. Eins haben wir schon zerstört. Dann war ja die Spielsitzung mit dem Kollegen dazwischen. Und jetzt machen wir hier weiter. So. Hier
ist der Sender. Das ist schon mal gut. Hier gibt es Munition. Die brauchen wir. Immer her damit. So. Wir werden hier mal ein paar Minen hinlegen. Sicher, sicher. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Schmeißen hier auch noch eine hin. Jo, ich lege hier drüben eine Mine. Und hier. Und hier. So. Moment, ich lege eine Mine. Ihr sammelt euch hier mit. Da. Ich verpiss mich mal hier rein. So. Mach hier mal das Licht aus. Hier auf Angriff und starten. Rufen wir Verstärkung dazu? Sicher, sicher. Rebellen angerufen wegen Verstärkung. Sicher, amigo. Schicke einen Kampfzug. Zack. Ah, Scheiße. Uhuhu, fuck. Scheiße. Hol mich wieder, komm schon. Zivilist? Verdammt. Der Sender nimmt zu viel, keine Teilungsmittel war da. Umgelegt. Ich glaube, das waren alle. Der Sender geht vor die Hunde. Aufpassen, Gegner im Bereich. Wir sehen ein bisschen nervös aus. Weg. Oh, welche. Wir lassen sie den Scheißsender zusammenschießen. Scheiße. Nein, 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 nein. Komm schon. Alle. Genau auf der Mine geparkt. So soll es sein. Ja, scheiße. Shit, der Sender ist schon beschädigt. Oh, fuck you. Holt mich einer wieder? Der Sender ist auch gleich down. Scheiße, Mann. Kacke. Tango getroffen.
Okay, dann holen wir uns mal schnell hier diese Akten. Dann probieren wir das ganze Spiel nochmal. Erstmal, wir müssen ja noch mal hin. Keine Ahnung. Das ist ein Bildhinweis. Die lymphatische Filariose der LF ist ein parasitärer Wurm, der von Mücken verbreitet wird und Armee um Arme und Beine der Befallenen massiv anschwellen lässt. Camanz ist von dieser Krankheit stark betroffen und der bolivianische Buchhorn-Block berichtet, dass sich nur Santa Blanca dafür einsetzt, den Einheimischen zu helfen. So, es geht hier um eine Mückenkrankheit. Okay. Ich werde Sturmgewehr, glaube ich, wieder wechseln auf die THR. Weil die ein 50 Schuss Magazin hat. Das finde ich doch etwas besser. Wir kriegen Besuch. Geh in Position. Brauche neue Position. Sekunde, geh in Position. Hab das Ziel markiert. Bin schussbereit. Ja, dann macht ihr platt. Ich schieße auf die Ärsche. Oh, einer ist hier noch. So. Dann haben wir noch eine Kingslayer-Datei. Die holen wir uns auch noch. Die Lage in Ostgermanis ist verzweifelt. Die Bevölkerung im Dschungel von Bolivien leidet unter Filariosis, einer Infektion mit einem parasitären Farienwurm, die von Moskitos übertragen wird. In vielen Fällen führt diese Erkrankung zu Schwellungen in Armen und Beinen. Hier in Caimanes leiden über 20% der Bevölkerung unter Elefantiasis, was dazu führt, dass viele Menschen der Bevölkerung arbeitsunfähig sind. Das Antibiotikum Doxycyclin ist ein einfaches und bezahlbares Präparat gegen Filariose. Doch die Leute hier erhalten wenig ich war keine Hilfe von der Regierung. Und seitdem die Regierung okay, mehr Zahl der in dem Gebiet arbeitenden Hilfsorganisationen vertrieben hat, ist die Bevölkerung auf sich allein. Ich sehe gar nichts. So, der Sender war noch nicht da, also machen wir erstmal den nächsten Punkt hier. Gucken mal. Gar nichts. Feuer frei, Feuer frei.
So, weiter geht's. Kommt mir der Sache jetzt jemand näher? Ich würde sagen, wir steigen hier aus. Und wir gehen mal zu Fuß dorthin. Oh, ein Bambi. Zwei Bambis. Wir gucken mal erstmal mit der Drohne. Was haben wir denn hier? Das Lager von Kaimanjägern. Okay. Ich will mir vielleicht ein paar Krokodile heute, wa? Suchen wir hier nach Informationen? Da gibt es auf jeden Fall eine Legende oder irgendwas. Pantanal ist das weltgrößte Feuchtgebiet mit einer Fläche von mehr als 150.000 Quadratkilometern zwischen Brasilien, Bolivien und Paraguay. In der Regenzeit stehen an die 80% der Überschwemmungsebenen unter Wasser. Die verschiedenen Ökosysteme weisen eine enorme Biodiversität auf. Zu nennen werden insbesondere die seltenen Wasserpflanzen und die Kaimane, deren Zähne von den Einwohnern als Talismane verwendet werden. Okay. Drin, los! Was kostet so ein Drogen-U-Boot? 2 Millionen Dollar? Vogel, aufpassen! Feindaktivität. Jo, ich leg hier drüben eine Mine.
Moment, ich leg eine Mine. Los, nach da. Klaro. Ich leg eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Moment, ich leg eine Mine. Gut, alles grün für uns. Shit, wir haben Gesellschaft. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Bereit? Feuer frei. Verstanden. Eröffne das Feuer auf diese Erde. Aufgescheucht. Tango ist mehr da. Tango getroffen. Na, was für eine Sauerei. Der Sender pfeift aus dem letzten Loch. Hier laufen Gegner rum. Der Sender nimmt zu viel Schaden. Schicke eine Blendgranate.